Herzlich willkommen, liebe Löwinnen, liebe Löwen, zum Hack Up Shore Fan Talk in unserer schönen 60er Alm von Schmid Kunstholzbau. Heimspiel in der englischen Woche vor 15.000 Leuten. Steht dann am Ende ein 2:2 gegen den VfL Osnabrück auf der Anzeigetafel. Ob man da jetzt lachen oder weinen soll, wollen wir gleich mit unserer 2 besprechen, der heute eine extrem starke Leistung abgeliefert hat. Vielen Dank, dass du heute dabei bist, Tim Dannhoff. Ja, servus auch von meiner Seite. Tim, wenn man zweimal führt zu Hause und in meinen Augen ein sehr gutes Spiel macht, die Stimmung war großartig im Grünwalder und zweimal innerhalb von, ich glaube, 40, 50 Sekunden jeweils wieder den Nackenschlag kriegt, wir hatten ja kaum Zeit zu feiern, dann gehen die Mundwinkel natürlich nach unten. Wie hast du das ganze Spiel, sagen wir mal, gesehen von der 1. bis zur 90. Ja, ich glaube erstmal, dass es von uns eigentlich ein gutes Spiel war. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass du halt ähnlich wie gegen Haching auch letzte Woche immer so schnell die Führungen aus der Hand gibst. Grundsätzlich fühlt es sich gut an. Ich glaube, dass wir uns gut weiterentwickeln, aber die Punkte wären trotzdem heute lieber bei uns geblieben. Also alle drei. Du hast gerade angesprochen, auch schon gegen Haching waren wir zweimal auswärts in Führung, kriegen jeweils den Nackenschlag auch heute. Was macht es so ein bisschen auch mit dem Kopf, mit der Psyche von der Mannschaft? Weil ich glaube, zwischen unserem 1-0 und dem 1-1 lagen gefühlt 30 Sekunden. Wir kommen ja nicht mal an den Ball. Die stoßen an und wir kriegen direkt das Gegentor. Ja, ist halt super ärgerlich. Du betreibst einen Riesenaufwand, um ein Tor zu schießen. Dann schießt er endlich eins und dann hast du halt die ganze Euphorie nach einer Minute wieder weg. Das ist halt super ärgerlich, weil das halt eigentlich fürs Spiel auch extrem gut ist, wenn die Gegner dann erstmal ins Überlegen reinkommen. Aber wir haben sie halt direkt wieder zurück ins Spiel gelassen zweimal oder auch letzte Woche schon, dann jetzt insgesamt viermal. Müssen wir schleunigst abstellen, damit wir die Spiele halt dann länger auf unserer Seite haben und dann vielleicht auch mal in eine Phase kommen, wo es ruhiger ist im Spiel und nicht immer ein offener Schlagabtausch, was halt dann auch extrem anstrengend bzw. intensiv für uns ist, wenn du halt ewig brauchst, ein Tor zu schießen und dann kriegst du nach einer Minute wieder eins, ist halt super ärgerlich. Wir haben sowohl heute als auch am Sonntag 2 Elfmeter gegen uns bekommen. Ich bin kein Fan davon, hier beim Fan-Talk auf Schiedsrichter zu schimpfen. Trotzdem, sagen wir mal, vielleicht ganz ehrliche Frage aus deiner Sicht. Du standest ja relativ nah dran. War das einer? Ich finde immer, wenn beide in der Luft sind und ein Pressschlag, klar, du kannst es auslegen, wie du willst. Als Schiedsrichter hat man ja gesehen. Aus dem Spiel raus hätte ich jetzt gesagt, ich stand direkt daneben. Nein, weil in so einem offenen Spiel, wo er echt wenig auch für uns gepfiffen hat, finde ich, kannst du sowas dann auch laufen lassen, gerade nach so einer intensiven Phase. Können wir uns nicht beschweren im Nachhinein. Ist Auslegungssache vom Schiedsrichter, aber es ist halt super ärgerlich, wenn dann jetzt wie letzte Woche auch schon halt die Elfmeter dann auch gegen uns fallen und nicht für uns. Programm ist jetzt relativ schwierig. Wir müssen zum Tabellenzweiten nach Cottbus, das nach 2 so aufreibenden Spielen, wo man natürlich jetzt auch zweimal mental vielleicht einen kleinen Knacks auch mitnimmt, irgendwie zweimal geführt, zweimal immer nur einen Punkt mitgenommen. Jetzt geht es dann nach Cottbus und dann nach Sandhausen. Ich sage jetzt mal, schwerer könnte das Programm nicht sein für euch. Ja, ist dann auch eine Bewährungsprobe für uns. Also ich glaube, dass wie gesagt, wir auf einem guten Weg sind. Jetzt heute spielerisch finde ich auch ein eigentlich gutes Spiel gemacht, haben vielleicht ein bisschen zu ineffektiv noch und dann auch hinten raus die Sachen zu verteidigen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne und es ist vielleicht auch ganz gut, dass jetzt halt 2 Herausforderungen kommen, die uns bis ans Maximum treiben und dann schauen wir, was wir daraus, ob wir schon auf der Höhe sind von denen und ob wir da mithalten können. Und ich bin guter Dinge und ja, weitermachen. Wir halten die Daumen, dass gegen den 2. und gegen den 1. jeweils auswärts dann ein bisschen was Zählbares rausspringt. 2 Fragen habe ich noch. Die Stimmung, wie hast du die heute im Grünwalder Stadion wahrgenommen? Es gab von den Jungs jetzt gerade in der Westkurve viel, viel Lob für euch. Die haben natürlich auch gesehen, wie ihr mit hängenden Köpfen ankommt, aber also das, was ich mitbekommen habe, war nur Lob für euch. Ja, brutal. Ich glaube, ich war jetzt das erste Mal von Anfang an auf dem Platz gestanden, dementsprechend ist es schon eine Wucht. Also wenn du da vorstehst, wie gesagt, ist es ein bisschen ärgerlich, wenn halt dann du immer nur so kurz in Führung bist, weil dann halt immer das Aufbäumen von den Fans nochmal ein bisschen extremer ist, wenn du halt ein Führungstor erzählst. Aber selbst bei der Belagerung, wenn wir um 16 herum gespielt haben oder uns Chancen rausgespielt haben, war es trotzdem, ja, gerade 2. Halbzeit brutal. Letzte Frage an dich. Noch ein bisschen so persönlich auch deine Situation nach deinem Wechsel von Aue hierher. Ging es ein bisschen holprig los, auch mit Verletzungen und so. Jetzt eben innerhalb von 4 Tagen zweimal von Anfang an. Bist jetzt langsam angekommen? Fühlst dich gut? Ja, wohl habe ich mich die ganze Zeit gefühlt, war super ärgerlich noch mit der Verletzung. Die Mannschaft ist intakt, macht Spaß mit den Jungs zu kicken und
ja, jetzt müssen wir die Ergebnisse noch auf unsere Seite ziehen und dann ja, können wir, glaube ich, alle zusammen viel Spaß haben. Das hoffen wir. Die Saison ist noch sehr, sehr lang. Wir wollen gemeinsam mit euch anstoßen. Stimmung war sehr, sehr gut. Wir nehmen natürlich nur einen Punkt mit, aber Mund abwischen, es geht nach Cottbus und da holen wir uns dann was. Deswegen ist es der Hackabschauer Fan-Talk. Schnappt euch gern ein alkoholfreies oder was auch immer ihr habt. Wir wollen natürlich heute auf unsere Löwen anstoßen, weil ich fand die Leistung auch sehr gut. Deswegen danke, dass ihr da seid. Kommt's mal alle gut heim. Blau bleiben und dann sagen wir auf die Löwen. Auf die Löwen. Auf die Löwen. Prost.